Community Day Eier ohne Ende, die habe ich alle zwischen 11 und 14 Uhr am Samstag aufgenommen und werde ich jetzt ausbrüten. Ein Dusselgur. Das sind nur 2 Kilometer Eier. Irgendwie dachte ich, die anderen habe ich so weggebrütet, weil halbierte Distanz und so. Dachte ich mir, eventuell sind ja die 2er Eier eher für ein paar Community Day Shinies. Ich werde in dem Video aber definitiv ein ausgebrütetes Shiny zeigen, denn das habe ich schon gebrütet unterwegs, nur ein einzelnes. Ich muss sagen, das mit den Eiern hätte ich mir nämlich ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte echt so, in den 12 Stunden von 9 bis 21 Uhr, Makuhita, nö, davon habe ich auch noch nie einen Community Day gesehen. In den 12 Stunden oder zumindest in den 3 Stunden gibt es viel mehr oder fast ausschließlich diese Pokémon aus Eiern. Und wie gesagt, ich kann garantieren, all diese Eier sind zwischen 11 und 14 Uhr beim Pokéstop gekommen, erhalten worden, wie auch immer. Weil, und das ist eine ultra spannende Frage, die mir ein paar Mal bezüglich dieses Events gestellt wurde, und ich habe, okay, Flamely, und ich habe leider keine Antwort darauf, werden die Shinies, also wird Shiny Flamely oder nicht Shiny Flamely schon bestimmt, während ich das Ei nehme, so wie jetzt zum Beispiel dieses 10 Kilometer Ei, oder wann ich es ausbrüte, weil in den 3 Stunden ist ja dann eine höhere Chance. Denn wer das nicht wusste, das Level und die IV, die werden schon, wieder ein Dusselgur, die werden schon direkt beim Pokéstop bestimmt. Also dieses 10 Kilometer Ei, da weiß das Spiel jetzt schon, dass da zum Beispiel ein Aerodactyl drin ist mit von mir aus 82% IV. Egal wann ich das ausbrüten würde, das ändert sich nicht mehr. Aber weiß das Spiel dann auch schon, ob dieses Aerodactyl shiny ist oder nicht? Das ist eben die interessante Frage. Ein Mushas. Denn, ja, die Shiny-Chance ist ja in den 3 Stunden von den besagten paar Pokémon, die erhöht sind, auf jeden Fall exorbitant höher. Ich denke, testen, naja, ich weiß nicht, testen kann man das schwierig. Wenn man zum Beispiel schon vorher ein Ei, Panflam, okay, ein paar sind immerhin dabei. Wenn man schon vorher ein Ei bekommt, wo ein Pichu drin ist. Wenn ich das dann im Weihnachtsevent brüte, hat das alte Pichu dann schon die Weihnachtsmütze? Und ich glaube, so würde es dann auch mit den Shiny-Chancen funktionieren. Mal schauen, finde ich auf jeden Fall sehr interessant und habe leider keine Antwort darauf. Deshalb werde ich versuchen, heute ist Sonntag bei mir, noch mehr Endivie, noch mehr Pokémon direkt zwischen 11 und 14 Uhr auszubrüten, um da vielleicht noch mehr Shinies rauszuziehen, aber eines schneide ich hier definitiv noch rein. Aber ich habe so das Gefühl, dass mit den 2 Kilometer Eiern, das wäre gar nicht notwendig gewesen. Habe mir die alle aufgehoben. Bisasam, okay, jetzt gegen Ende hin kommen noch sehr viele Community Day Pokémon. Habe alle 5er weggebrütet, alle 10er weggebrütet und dachte mir, die 2er Eier, die machen wir alle auf. Vielleicht kommt dann Lavitar raus und keine Ahnung was. Nein, offenbar nicht. Und wir gehen dem Ende zu, glaube ich. Was haben wir am Ende noch? Ein Abra. Wäre so ein Kandidat, welcher definitiv einen Community Day mal verdient hätte, wie ich finde. Aber noch gibt es keinen. Von daher, gut. Dann mal schauen, was ich noch so brüten kann mit den Community Day Eiern. Oh, Spielezwerg. Oh. Und da bin ich wieder mit 14 Kilometer Eiern und der Rest mit 5er und 2ern bestückt. Aus einem 10 Kilometer Ei. 284 Wettkampfpunkte. Ach du meine Güte. 15.12. Dieses Ei, nur zur Erklärung, alle Eier, die man hier jetzt sieht, habe ich am Sonntag zwischen 11 und 14 Uhr aufgenommen. Ich wollte also die Eier beim Pokéstop genommen, bekommen. Ich wollte jetzt idealerweise 9 mal 10 Kilometer Eier, aber das ging nicht. Es gab relativ wenige 10er Eier, was nicht so schlimm ist. Ein Shiny Trassler. Ha! Genial! Das zählt ja dann noch zur Community Day Ausbeute, kann man sagen. Ich habe nämlich noch ein zweites Shiny, nicht live, und das wollte ich hier noch irgendwo reinschneiden, dass wir am Anfang direkt ein Shiny haben, aber dann kommt das Shiny anscheinend später sogar noch dran, weil wir ja hier nun schon die Überraschung haben. Ein Trassler, und es ist noch nicht 21 Uhr bei mir hier gerade, also ich kann das noch entwickeln. Also genau, das Ei habe ich zwischen 11 und 14 Uhr bekommen und jetzt noch vor 21 Uhr ausgebrütet. Es ist gerade 18 Uhr, paar zerquetschte Minuten bei mir. Ein Abra. Und ich glaube, also natürlich ist ein oder zwei Shinies sind dafür nicht aussagekräftig. Jedoch könnten wir meiner Frage damit eventuell eine Antwort geben.
Also hatte ich wirklich so viel Glück, dass bei einem 10-Kilometer-Ei direkt ein Shiny dabei war? Oder war das vielleicht die 1 zu 25er Chance? Denn am Sonntag, Felilu, ja okay, denn am Sonntag war ja Trassler unter anderem bei den geboosteten Pokémon dabei. Und eine Shiny-Chance ist immer im ganzen Spiel so. Und wir wissen, sie war 1 zu 25 bei Trassler. Folglich müsste das in der Wildnis so sein, in Raids, in Eiern, in Quests und so weiter. Und ich habe das Ei im geboosteten Zeitraum bekommen und im nicht geboosteten Zeitraum ausgebrütet. Würde für mich Sinn ergeben, dass das Shiny schon vorher bestimmt wird, so in etwa, oder ich hatte einfach nur riesiges Glück. Wie auch immer, auf jeden Fall ein Trassler in Shiny, sehr genial. Ein Ei-Video mit zwei Shinies hatte ich auch schon lange nicht mehr und hier ein Tunnel ausgebrütet. Deshalb wollte ich diesmal die 10er-Eier ein bisschen ansammeln, weil da ja doch die besseren Pokémon drin sind. Schade, ich muss sagen, das hätte ich mir eher in Shiny gewünscht, weil Synchro-Lärm von Trassler war zwar mal die beste Attacke für Gardevoir, aber nun hat Niantic Psychokinese so stark gemacht, dass Psychokinese eben die bessere Wahl wäre. Aber hey, ich will mich nicht beschweren, sehr fein. Und weiter geht's mit einem 10-Kilometer-Ei, mit einem weiteren Trassler, diesmal in der anderen Farbe, aber mit ganz hohen IV, das gefällt mir. 308 wären 100er, das habe ich schon mal bekommen, nämlich in Griechenland. Da habe ich den Community Day gespielt und war wirklich sehr auf die Community Day-Eier dort angewiesen. Da habe ich Brutmaschinen ausgegeben ohne Ende, aber es hat sich wirklich gelohnt. Ich habe eben ein 100er ausgebrütet und ein Mampfwaxo ist hier noch am Start. 1057. Ich muss wirklich aber sagen, so viele Nicht-Community-Day-Pokémon, das fand ich schon enttäuschend. Zumindest in diesen 3 Stunden hätte man ausschließlich diese Pokémon geben sollen. Muss ich wirklich ehrlich so sagen. Weil ich habe eben wirklich am Sonntag komplett die Brutmaschinen reingeballert. Ich will gar nicht wissen, wie viele. Ein Klick. Und ja, außer jetzt dieses Trassler, habe ich am Sonntag kein Shiny ausgebrütet. Und ich habe wirklich, wie gesagt, sehr viel gebrütet. Klar, man kann sich nicht ein Shiny irgendwie erwarten und so weiter, aber zumindest mehr von den Community Day Pokémon, zumindest von den Anwärtern auf dem Shiny. So, hier sind sie. Ha. Sehr genial. Wirklich sehr genial. Und am Nachhauseweg, oh mein Gott, das ist krass. 2 Zehner und ansonsten 2er, was mache ich da? Ich glaube, in dem Video kommen keine neuen Eier mehr. Ich mache die Ladung, obwohl, schauen wir mal. Bis später. Der Schilling, Alter. Und da bin ich wieder. So, ich habe mich jetzt dazu entschieden, einen kleinen Zusammenschnitt der Eier noch zu zeigen, die ich nicht live ausgebrütet habe. Und wir fangen auch direkt an mit dem Shiny. Es war ein Kindwurm. Ja, ich will niemanden so lange auf die Folter spannen und das ans Ende schneiden. Ein Shiny Kindwurm war's. Das Ding hätte ich schon viel früher ins Video geschnitten, aber das erste Shiny wollte auch direkt live kommen. Finde ich genial, dann habe ich jetzt hier an beiden Tagen sozusagen 2 Shiny Community Day Pokémon ausgebrütet und beide aus 10 Kilometer Eiern. Und beide auch in den 3 Stunden habe ich die Eier bekommen, wo die erhöhte Shiny Chance da war. Und von daher vermute ich stark, dass das auch der Grund ist oder war, warum ich den Shiny bekommen habe. Ob Lavita im Raid, im Ei und so weiter auch erhöht war, kann ich nicht sagen. Aber im Allgemeinen will ich jetzt mal kritisieren, dass das mit den Eiern und den Community Days nie so wirklich ganz gut gelöst ist. Nur bei Trassler, ich meine, da gab es auch so. Das waren dann nur 10 Kilometer Eier, wo man zum Brutmaschinen kaufen praktisch genötigt wurde. Aber hier stand groß in der Ankündigung, ja, die Pokémon gibt es im Raid und die 2018er noch dazu auch in Eiern und so. Und was habe ich hier gebrütet? Felilu. 5-mal oder so, ich mache keinen Witz. Ich habe Anton, Panzeron, ich habe noch hier Felilu, Finneon sehe ich da, Azuril, Iso, Onyx, Perlu, Anton nochmal, Nebulak. Was soll das? Also wirklich mehr als die Hälfte gefühlt aller Eier waren nicht Community Day Pokémon. Und wir reden nicht mal von 2018 oder 2019. Ich fasse das allgemein zusammen. Ich habe nicht mal die 2019er häufig bekommen. Also es war fast unmöglich, ein Lavita zu erhalten. Und da muss ich schon sagen, entweder man schreibt es in die Ankündigung rein und macht das dann wirklich so heftig,
oder man lässt es einfach weg. Aber wenn man, Moment, ich will mal den genauen Wortlaut zitieren. An Tag 1, Pokémon, die aus Eiern schlüpfen, Bisasam, Glumanda und so weiter und so fort. Tag 2, Pokémon, die aus Eiern schlüpfen, Shigi, Evoli und so weiter und so fort. Und in Summe sind das dann alle. Okay, es steht einfach nur da, Pokémon, die aus Eiern schlüpfen. Aber, boah, ich weiß ja nicht, also ernsthaft. Das macht einfach null Sinn, das irgendwie so anzukündigen. Und dann kann man gar nichts bekommen, weil wenn ich, jemand, der dann am Sonntag komplett durchgebrütet hat, so viele Brutmaschinen ausgegeben, sogar für 2 Kilometer Eier, wenn ich kein einziges, also wirklich null Nadaniente Nüsse Lavita bekommen habe, wie will dann jemand auch nur annähernd eine Chance auf ein Shiny Lavita haben? Selbst wenn, ich bin mal richtig nett und gehe von einer Shiny Chance von 1 zu 25 aus, was vermutlich nicht so war, aber das ist eben schwierig zu sagen bei den alten 2018er Pokémon auch in diesen 3 Stunden und so weiter. Aber selbst 1 zu 25 wäre unmöglich, dass man zum Beispiel ein Lavita erhält. Aber okay, ich muss auch sagen, ich kann es verstehen und niemand erzwingt Niantic, dass man die alten vom Vorjahr auch noch häufiger in Shiny bekommt. Jedoch wissen wir jetzt eventuell so, aha, vielleicht kommt das nächstes Jahr wieder, aber immer nur mit den Pokémon des Jahres, wirklich häufig. Und die anderen kann man entwickeln, kann man die Attacke erhalten, jedoch darf man sich da keine allzu großen Chancen ausrechnen, dass man die häufig finden, fangen kann, brüten, vielleicht auch in Shiny. Nö, das wird eher nicht so möglich sein. Und deshalb, immer wenn wieder irgendetwas kommt, wenn man jetzt was verpasst hat, Lavita im Team Go Rocket Kampf und so weiter, kann man echt schon mal, auch wenn es ein Jahr hin ist, aufheben. Außer natürlich, das Pokémon kann man jetzt mit der aktuellen Attacke auch schon verwenden. Aber, ne, genau, das mit den Eiern fand ich echt ein bisschen schade. 2 Shinies, immerhin, das ist genial. Jedoch viel zu viele falsche Pokémon, wie ich finde. Ach ja, und heute, Uhrzeit leider unbekannt, soll sich auch der Eye-Pool im Allgemeinen ändern. Das werde ich mir definitiv auch genauer ansehen. Ich bedanke mich natürlich, wie immer, fürs Zusehen. Und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter.